Das einzige Problem ist, die Leute sind noch nicht stinkig genug. Das ist das Problem, uns geht's so gut. Und das war schon immer das Prinzip der Herrschenden. Es ging noch nie, also von daher vielleicht der positive Aspekt, wenn du so willst, die Zeiten sind heute nicht schlechter als früher. Es war schon immer so, es ging nie darum, was die Masse der Menschen will oder braucht. Es ging schon immer darum, was für die Reichen und Mächtigen richtig und gut ist und wie sie ihren Status vermehren können. Für die anderen hat man immer nur so viel übrig gelassen, damit die Schnauze halten. Das ist heute so wie immer. Aber die kommen immer nur dann in Probleme, wenn sie das übertreiben. Wenn die Krümel, um bei dem Bild von vorhin zu bleiben, die über den Tisch fallen, zu wenig sind. Aus welchen Gründen auch immer, weil die sich oben nicht einig sind oder sonst was. Das ist momentan in Spanien der Fall, das ist in Griechenland der Fall. Da fallen zu wenig Krümel vom Tisch und dann haben wir plötzlich sehr schnell Millionen auf der Straße und haben die brennenden Barrikaden und so weiter. Solange wir den Fehler nicht machen, solange wir in Deutschland immer noch der FC Bayern die Titelseite bestimmt und das Oktoberfest und irgendwie die nackte Oberfläche von irgendwelchen Promis, solange scheint uns noch nicht schlecht genug zu gehen, als dass wir die Leute flächendeckend auf die Straße bringen. Und wenn da ein paar Spinner, wie wir es hier sind, uns auf die Straße begeben oder den Mund aufmachen und sagen, aber wir müssten doch mal, dann sagen die, komm, lass die blocken, lass die spinnen, lass die diskutieren, alles fein. Das interessiert uns nicht, solange es nicht die Masse ist, die am Ende die Wahl tatsächlich dann in der Wahl was bewirkt. Das ist eben auch ein Schutz durch die Demokratie. Wenn ich die Masse ungebildet und doof halte, dann machen die schon, dann stimmen die schon so ab, wie ich das brauche und dann kann ich die paar Spinner ruhig lassen. Deshalb vielleicht das dazu. Applaus